ganzen Mädels da draußen, denn ich habe mir überlegt, heute mal so einen Taschenkuchen zu machen. Ich habe sowas noch nie gemacht und bin mal gespannt, ob ich das auch so hinkriege, wie es dann hinterher aussehen soll. Aber das werden wir natürlich erst am Ende des Videos sehen. Ich habe mich für eine Michael Kors Tasche entschieden und versucht, die dann auch so hinzukriegen, dass sie dann auch hoffentlich so aussieht, wie die Taschen, die man auch wirklich kaufen kann. Und dafür habe ich mir natürlich auch schon mal wieder meinen Teig und meine Buttercreme vorbereitet und habe mich diesmal für so einen einfachen hellen Teig entschieden und habe da die Menge für 24 Cupcakes genommen, also sozusagen die Menge von 12 Cupcakes einfach verdoppelt. Und bei der Buttercreme genauso, da habe ich mich für eine Schokoladenbuttercreme entschieden und habe da ebenfalls für 24 Cupcakes die Menge genommen. Die Grundrezepte, die ich genommen habe, habe ich hier natürlich nochmal für euch verlinkt. Ihr könnt das aber natürlich auch mit jedem beliebigen anderen Rezept machen, was ihr gerne machen möchtet. Wenn ihr so ein Lieblingsrezept habt, dann macht das einfach mit eurem Lieblingsrezept. Oder wenn ihr vielleicht mal ein anderes Rezept ausprobieren wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Gut ist es nur, wenn ihr dann auf jeden Fall den Kuchen in eckigen Backformen backt. Ihr könnt es natürlich auch in so einem Backrahmen machen, das ist natürlich auch kein Problem. Ich habe hier wie immer meine eckigen Backformen genommen und den dann sozusagen aufgeteilt auf zwei Stück, damit der da erstmal ein bisschen schneller fertig ist. Und auch, weil ich die dann richtig gut zurechtschneiden kann, damit die dann hoffentlich aussehen wie die Tasche dann hinterher. Für die Deko braucht ihr dann noch Fondant oder Marzipan, natürlich in euren Lieblingsfarben. Ich habe mich jetzt für rosanes Fondant entschieden, weil es gibt ja auch so ein paar rosane Taschen von denen, beziehungsweise pinke Taschen. Und dann brauche ich dafür auch noch so ein bisschen weißes Fondant, denn man kann da ja sozusagen an der Seite so ein bisschen reingucken und da muss ich das dann natürlich von innen auch so ein bisschen verkleiden. Dann benötigt ihr natürlich auch noch so eine Fondantrolle, so ein bisschen Modellierwerkzeug. Dann habe ich hier noch meinen Pinsel, denn die Tasche ist zum Beispiel am Rand noch schwarz. Dafür nehme ich dann wieder die Lebensmittelfarbe von Wilton. Und da ja der Henkel und sowas auch mit so goldenen Metallteilen festgemacht ist, habe ich hier noch so goldenes Glitzerpuder, womit ich dann das Fondant einfärben kann. Dann habe ich hier noch so ein tolles Teil, das benutzt man, glaube ich, eigentlich zum Nähen. Damit kann man so eine richtig schöne Optik machen, dass da so die Nähte am Rand sind. Und dann will ich mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Dann natürlich noch so ein Spatel. Und da die Tasche eher eckig ist, habe ich mir jetzt einfach mal ein Lineal genommen und gucke dann mal, ob ich das so an den Kuchen geklebt kriege, dass es dann auch aussieht, als ob das sozusagen an den Seiten so ein bisschen überlappt. Jetzt wollen wir natürlich erstmal anfangen, unsere Torte so zusammenzusetzen, dass sie dann auch ungefähr die Form hat von dieser Tasche. Dafür schneide ich mir jetzt als erstes hier von den beiden Kuchen oben schon mal das so ein bisschen weg, damit ich da eine glatte Oberfläche habe. Da die Taschen jetzt nicht so extrem breit sind, halbiere ich mir jetzt einfach den Teig und lege mir das dann hier einfach auf eine Unterlage, wo man dann den Kuchen hinterher dann gut drauf drapieren kann und wo man den auch gut servieren kann dann damit. Dieses Stück Kuchen werden wir dann natürlich schon mal mit unserer Buttercreme bestreichen. Dafür nehme ich mir einfach so einen Spatel und dann streiche ich mir da so eine schöne Schicht Buttercreme auf den Kuchen drauf. Wenn ihr das habt, dann kommt natürlich der nächste Teil oben drauf. Und da kommt dann natürlich auch wieder eine Schicht Buttercreme oben drauf. Das machen wir natürlich mit dem zweiten Kuchen genauso. Allerdings schneide ich mir hier dann auch vom Rand noch so ein kleines Stück ab, damit der nach oben hin so ein bisschen schmaler wird. Wenn wir das dann soweit haben, dann schneiden wir uns den Kuchen natürlich noch mit dem Messer so ein bisschen zurecht, dass der dann so eine richtig schöne Rundung bekommt. Natürlich die restliche Buttercreme und bestreichen damit dann natürlich den ganzen Kuchen. Wenn wir die Torte jetzt komplett eingestrichen haben, dann kommen wir jetzt natürlich zum Fondant. Und ich beginne jetzt als erstes mit den Henkeln, denn die sollen sozusagen schon mal so ein bisschen anhärten, damit man die besser in den Teig hinterher reinstecken kann. Dafür knete ich mir jetzt erstmal das Fondant ordentlich durch. Und für die Henkel rolle ich mir natürlich dann erstmal so eine Wurst aus. Dann nehme ich mir noch so ein rundes Modelliertool und mache damit dann sozusagen das Ende der Tasche fertig. Das geht natürlich genauso gut mit dem Finger auch. Und damit man die dann hinterher auch besser in die Torte stecken kann, mache ich mir hier natürlich schon mal so ein paar Zahnstocher hier an die Seite. Und die dann hinterher gut in die Torte stecken zu können.
Wenn die Henkel jetzt fertig sind, dann nehme ich mir jetzt mein Lineal und messe mir ungefähr die Breite ab von dem Kuchen. Denn ich werde jetzt hier erstmal an die Seiten mit weißem Fondant den Kuchen so abdecken, weil hier ja am Rand die Tasche sozusagen so ein bisschen ausgewölbt ist und man dann da reingucken kann. Darum verkleide ich den jetzt erstmal hier weiß. Jetzt kommen wir zum rosanen Fondant und da beginne ich auch an den Seiten und mache im Endeffekt genau die gleichen Teile wie bei dem weißen auch. Allerdings gehe ich oben nicht ein bisschen schmaler zu, sondern mache das rechteckig. Und da die Tasche ja natürlich auch noch so ein bisschen weiß innen drin ist, nehme ich mir natürlich noch ein bisschen weißes Fondant dazu und lege mir das dann auf das rosane drauf. So, jetzt kommen wir zum Reißverschluss. Dafür nehme ich mir natürlich hier wieder ein bisschen Fondant, und zwar diesmal aber weißes, und mache mir daraus dann so eine Wurst, die dann etwas breiter ist als die Tasche. Und dann drücke ich das mit dem Finger so ein bisschen platt. Dann mache ich mir natürlich auch noch diesen Henkel vom Reißverschluss, auch noch aus weißem Marzipan. Dann mache ich mir noch in den Reißverschluss hier solche Markierungen, am besten mit der Rückseite von dem Messer. Natürlich so, dass ihr nicht komplett bis zum Boden durchschneidet, sondern wirklich nur so leicht reindrückt. Das reicht dann schon. Und wenn ich das habe, gehe ich noch einmal komplett quer und ziehe das Messer dann aber einmal über das Fondant. Und dann nehme ich mir mein goldenes Glitzerpuder und bestäube dann den ganzen Kram mit dem Pinsel, damit er so richtig schön gold glänzt, der Reißverschluss. Dann nehme ich mir wieder rosafarbenes Fondant und mache dann zwei genauso lange Streifen, wie der Reißverschluss lang ist. Allerdings sollten die dann ein bisschen breiter sein. Und dann lege ich den Reißverschluss natürlich hier in die Mitte. Damit das Fondant dann auch aneinander kleben bleibt, nehme ich mir hier meinen kleinen Pinsel und feuchte das an der Seite so ein bisschen an, damit das rosane Fondant an dem goldenen Fondant natürlich auch kleben bleibt. Dann schneide ich mir natürlich hier noch die rosanen Fondantstreifen gerade ab. Und dann kürze ich natürlich auch noch hier oben und unten noch so ein Stück, dass es gerade ist. Dann nehme ich mir das Ganze vorsichtig hier wieder runter und lege es auf die Torte drauf. Da der Reißverschluss auch immer bei den Taschen ja ein bisschen länger ist, stopfen wir dann das letzte Ende hier unten mit rein. Wenn wir den Reißverschluss dann da drauf haben, dann wollen wir natürlich noch diesen Zipper, oder wie das heißt, hier drauf machen. Dafür mache ich hier wieder so ein bisschen Wasser an die Ecke und lege dann den Verschluss da drauf. So, und dann geht es auch schon an die Seitenteile. Dafür nehme ich mir natürlich hier wieder mein Lineal und messe mir dann aus, wie breit meine Torte ist und natürlich auch, wie hoch ich das haben möchte. Und dann rolle ich mir natürlich wieder ordentlich viel Fondant aus und schneide mir das zurecht. Und wenn wir das Teil dann so ausgeschnitten haben, dann legen wir das natürlich vorsichtig an die Torte hier ran. Und das gleiche machen wir dann natürlich auch nochmal mit der anderen Seite. Dann machen wir natürlich noch die ganzen Details. Dafür benutzen wir dann einfach rosanes und weißes Fondant wieder und färben das zum Teil auch wieder gold ein und machen damit dann so die Halterung der Tasche und vielleicht noch so ein paar kleine Steinchen da dran, beziehungsweise Knöpfe und natürlich das Logo von Michael Kors.
So, und wenn ihr das dann habt, dann ist die Torte natürlich auch fertig. Es ist natürlich nur eine relativ kleine Handtasche und man sollte sie natürlich auch nicht an den Henkeln hochheben, dann reißen die natürlich ab. Aber ich glaube, jede Frau würde sich wirklich über so eine Torte freuen. Eine schöne Tasche in rosa. Ich meine, ich bin nicht so der Fan von rosa, aber viele mögen ja rosa. Ja, und die kann man dann sehr gut verschenken oder dann so auf den Tisch stellen. Aber ich glaube, zum Verschenken ist sowas immer schöner. Und ich hoffe natürlich, dass euch diese Torte gefällt. Wenn ihr sowas nachmacht, würde ich mich natürlich riesig drüber freuen, wenn ihr mir Fotos davon schickt, entweder bei Facebook oder bei Twitter. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne Kommentare zu dieser Torte schreiben. Und falls ihr noch irgendwie eine tolle Idee habt, was ich vielleicht nochmal irgendwie so an Girly-Kram machen soll oder natürlich auch zu jedem anderen beliebigen Thema, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare rein und ich versuche das natürlich für euch umzusetzen. Und dann war es das jetzt auch erstmal wieder von mir und dann sage ich bis zum nächsten Mal und bis dann. Bye, bye. Hey Leute, willkommen auf der Endcard. Ich habe wie immer jede Menge Videos hier unten für euch verlinkt und natürlich auch meinen Zweitkanal, den Action-Fun-Kanal. Und wer gerne abonnieren möchte, der kann natürlich auch sehr gerne da auf Abonnieren klicken. Da würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. Und jetzt kommt natürlich nochmal meine Kreation, die ich hier gemacht habe aus der Nahaufnahme.